Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich würde trotzdem, dass ich gleich sehr viel Widerspruch habe zu Herrn Laschet, an einer Stelle Danke sagen. Und zwar haben Sie klargestellt, dass die Frage der Inklusion kein grünes Prestigeprojekt ist. Der Herr Lindner hatte das ja vorne als grünes Prestigeprojekt und zum Schluss als sozialdemokratisches. Und das ist mir an der Stelle wichtig und deswegen da auch ehrlich Danke, weil es ist richtig, es ist ein Projekt, es ist eine Arbeit, die wir machen für die Eltern, die wollen, dass für ihre Kinder das Beste erreicht wird. Das hat nichts mit Prestige zu tun. Wenn andere in der Regierung wären, müssten sie es genauso machen. Und ich habe mich erinnert gefühlt in Teilen der Debatte eben an mehrere Mütter, als ich bei uns im Aachener Wahlkreis eine Einrichtung besucht habe, wo Kinder unter 3 und dann im Kindergarten mit Behinderung betreut wurden, wie diese Mütter kämpfen dafür, dass ihre Kinder eine Chance haben, über die U3 und dann über den Kindergarten in der Schule eine Chance bekommen, am Leben teilnehmen zu können, einen Beruf vielleicht zu lernen und dann hoffen und arbeiten und viel Zeit da reinstecken, damit die Kinder die Chance kriegen. Und das ist eigentlich genau unsere Aufgabe, diejenigen, die das brauchen und die dafür kämpfen, zu unterstützen. Und es ist ein schwieriger Prozess, das ist ja nicht zu bestreiten, gerade wenn wir über Geld reden, auch mit den Kommunen. Diese Landesregierung hat mehr für die Kommunen getan, viel, viel mehr, hat viel wieder von dem begradigt, was in den Jahren vor den Kommunen genommen wurde. Deswegen ist es richtig, dass wir jetzt miteinander ringen bei den Kosten der Inklusion. Deswegen habe ich, wie Norbert Römer das gesagt hat, viel Respekt vor den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, mit denen wir verhandeln. Aber da stehen wir auch unter der Pflicht, sorgfältig mit dem umzugehen, was wir an Geld zur Verfügung stellen und im Einzelnen auch zu gucken, was wir können. Und Herr Kollege Laschet, das kann ich Ihnen nicht ersparen, wenn Sie hier erzählen, Sie hätten schwierige Verhandlungen geführt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Wir bezahlen jetzt die Zeche für das, was Sie in Ihrem Gesetz verbucht haben. Ja. Alleine 146 Millionen Euro dieses Jahr, um das mal zu sagen, das ist das, was wir jetzt bezahlen. Insofern wäre ich da auch vorsichtig. Ich würde aber trotzdem gerne, ich finde es auch richtig, dass die Regierung eine Unterrichtung beantragt hat, weil es sehr wohl auch angemessen ist, im Parlament sich darüber auszutauschen, was parallel und gleich ab 12 Uhr wieder in den Prozessen, in den Verhandlungen läuft. Und darüber haben wir, und darüber hat die Regierung informiert. Ich will das auch gerne für meine Fraktion aus unserer Sicht ergänzen, weil da doch einiges sehr falsch dargestellt worden ist von Herrn Laschet und Herrn Lindner. Wir haben das Schulgesetz, das 9. Schulrechtsänderungsgesetz, am 16. Oktober verabschiedet. Und damit ist auch klar, es tritt in Kraft zum nächsten Schuljahr. Da gibt es auch gar keinen Wackeln, das Gesetz tritt in Kraft. Und wir hatten, bevor wir es verabschiedet haben, einen sehr intensiven, langen Diskussionsprozess, weil die Kommunen gesagt haben, es kommen ganz, ganz erhebliche Kosten auf sie zu, mit eigenen Gutachten, aber sie konnten es uns nicht im Detail belegen. Wir haben gewartet mit dem Gesetz und wir haben uns dann verständigt, und das ist wichtig, auf einen gemeinsamen Prozess. Wir haben gesagt, wir wollen die Kosten ermitteln unter hohem Zeitdruck bis zum 31. Januar 2014. Weil wenn wir die Kosten ermittelt haben, eine Verständigung haben, sie auch zur Verfügung gestellt werden sollen. Und es war so, dass die kommunalen Spitzenverbände uns zwei Gutachter vorgeschlagen haben. Und wir haben einen der beiden, die von Ihnen vorgeschlagen wurden, genommen. Wir haben nicht jemanden genommen, den nur wir haben wollten. Wir haben einen der von Ihnen vorgeschlagenen Gutachter genommen. Und wir haben uns einvernehmlich entschieden für die beiden zu untersuchenden Gebietskörperschaften, nicht rot-grün ausgesucht, sondern mit den kommunalen Spitzenverbänden und einvernehmlich über den Untersuchungsauftrag. Das ist die Arbeitsstrecke gewesen. Und das Ergebnis des Gutachters liegt vor. Und die Frage der Konnexität hatte er nicht zu untersuchen. Das war nicht seine Aufgabe, sondern das ist Teil des Diskussionsprozesses, den wir führen. Und ich will noch mal eins sagen, weil das immer so dargestellt wird von manchen, die sich entweder nicht richtig darstellen wollen oder es nicht wissen. Die Frage der Barrierefreiheit ist nicht eine Frage, die anfängt mit Beschluss des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes. Liebe Leute, in vielen, vielen Kommunen seit mehr als 20 Jahren und in den letzten Jahren bei allen Neubauten, Sie bauen heute kein WDR-Gebäude, keine Schule, keinen Bahnhof, keine Bushaltestelle mehr, ohne nicht die Frage Barrierefreiheit und die Frage einer verbesserten Inklusion an der Stelle zu berücksichtigen. Das gibt es gar nicht mehr.
Und wenn wir heute fast 30% Kinder haben, die inklusiv beschult werden, wenn wir lobenswerte Kreise haben, wie den Kreis Wesel, wo alle Grundschulkinder inklusiv beschult werden, wer hat denn die Kosten für die baulichen Maßnahmen in den vergangenen Jahren auch getragen? Doch nicht das Land, es haben die Kommunen gemacht. Dafür gebührt ihnen auch Dank. Deswegen ist aber doch nicht automatisch alles Aufgabe des Landes. Das ist doch die logische Folgerung an der Stelle. So, jetzt hat der Gutachter festgestellt, für 3 Jahre entstehen Kosten von 76 Millionen Euro Gebäude und rund 37 Millionen Euro an Personalunterstützung. Und normalerweise würde man am Ende eines solchen Prozesses zusammen diskutieren, was ist euer Anteil, was übernehmen wir? Angesichts der Vorleistung in den ganzen vergangenen Jahren, dann würde man sich verständigen darüber. Und das Land ist bereit, die Kosten komplett zu übernehmen, wie der Gutachter gesagt hat. Und das Land ist darüber hinaus bereit, auf die vom Gutachter ausgerechneten noch mal knappe 50 Millionen obendrauf zu legen, 175 Millionen insgesamt in die Hand zu nehmen. Entschuldigung, nicht 50, sondern 107, also über 60 Millionen. So, 175 Millionen insgesamt. Und das ist auch nicht alles, sondern das Land ist auch bereit, zusätzliche Personalstellen zu übernehmen. Wir haben uns verständigt, dass ein Teil der Demografiegewinne, ein ganz erheblicher Teil, in die Schulen geht, weil wir auch wissen, dass es mehr an pädagogischer Betreuung braucht. Wir haben jetzt mit einer Inklusionsquote von 17% in den Jahren 2010, 2011, hatten wir 532 Lehrstellen dafür, Lehrerstellen. Wir steigern das auf über 3.200 Stellen, um eine Quote von 50% zu erreichen bis 2017. Liegen jetzt bei 30. Das heißt 2.700 zusätzliche Stellen. Das Land macht an der Stelle sehr viel, steckt sehr viel Personal da rein. So, und wir sind bereit, die Gesamtkosten, die der Gutachter ausgerechnet hat, plus einen Zuschlag für insgesamt 5 Jahre zu übernehmen. Wir sind auch bereit, bei der personellen Unterstützung zusätzliches Personal zu unterstützen und dafür auch noch mal rund 10 Millionen im Jahr zu übernehmen. Was wir nicht können, um das ganz klar zu sagen, wir können nicht die individuellen Rechtsanspruch über Bundesgesetze den Kindern zustehenden Integrationshelfer übernehmen. Wir können es nicht. Und man muss auch fairerweise sagen, der Integrationshelfer, der einem Kind in der Schule hilft, der ist der individuelle Anspruch, der fällt an, sowohl in der Förderschule wie in einer anderen. Das heißt, hier entsteht keine neue zusätzliche Aufgabe. Der WDR hat das heute Morgen im Rundfunkbericht so schön gebracht. Er hat gesagt, es geht da um Personal, was den Kindern hilft, wenn die denn auf Toilette müssen zum Beispiel. Das müssen sie aber in einer Förderschule genau wie in einer anderen Schule. Und es ist nun mal so, diese Aufgabe, der individuelle Rechtsanspruch, ist Teil des Bundessozialgesetzbuches. Das hat der Bund den Kommunen zugewiesen. Und wir können es nicht übernehmen. Wir würden damit eine Mauer durchbrechen und sagen, wir übernehmen als Land, um euch zu helfen, freiwillig eine Bundesaufgabe. Das geht an der Stelle nicht. Und deswegen, wir unterstützen auch personell. Auch personell. 10 Millionen pro Jahr ist auch da eine faire Zahl. Und auch die Verteilung, so wie Kollege Römer es vorhin vorgestellt hat, über Pauschalen an die Kommunen, ist auch ein faires Angebot. Deswegen kann man eigentlich nur plädieren, an alle, die da beteiligt sind, ein bisschen zu vergessen, dass es den 25. Mai gibt, weil ich glaube, das ist auch ein Leitmotiv von vielen, die hier tätig werden. Und dann nüchtern anzuerkennen, dass wir bereit sind, 175 Millionen in die Hand zu nehmen, dass wir bereit sind, da ein sehr faires Angebot zu machen. Und ich will schließen mit dem Zitat einer Mutter von Mittendrin e.V., einem Elternverein, der sich um die Kinder kümmert, die zu unserer Debatte sagen, die aktuelle Ablehnung auch weitestgehender Zugeständnisse des Landes lässt jedoch zweifeln, ob eine Einigung im Kostenstreit um die inklusive Bildung überhaupt von allen Kommunalvertretern angestrebt wird. Wir müssen den Eindruck gewinnen, dass es einigen Verhandlern gar nicht um mehr Geld für inklusive Bildung geht, sagt die Vorsitzende des Elternvereins Mittendrin e.V., Eva Maria Thoms. Es wäre beschämend, wenn hier auf Kosten der betroffenen Kinder und Jugendlichen Stimmung für den Kommunalwahlkampf gemacht würde. Und Herr Laschet, genau das haben Sie eben gemacht, und das fand ich schäbig.